Und die nächste, ach, das ging jetzt schneller, als ich gedacht habe. Die nächste Starterin startet für den Pitcher Poetry Slam in Düsseldorf. Hört auf einen Namen, den ich gleich sage. Und danach macht ihr 10 Punkte Applaus. Rastet aus für Alina Schmolke. Ich habe mich gerade eben bewusst dagegen entschieden, den Text zu machen, den ich heute eigentlich machen wollte, weil ich einen Text dabei habe, den ich sehr, sehr gerne loswerden möchte. Und der geht so. Ich bin eine junge, weiße Frau. Ich trage so viel mit mir herum, Gedanken, die sich stundenweise stauen. Ich telefoniere ungern und dafür viel zu viel, während ich 100 Kreise laufe. Immer die gleiche Route, bis das Telefonat beendet ist und ich wund und leise hauch. Ich muss jetzt Schluss machen. Mein Leben ist eine Sitcom, nur dass die Leute nicht voller Genuss lachen, sondern eher so aus Frust klatschen. Du sagst jedes Mal, wenn wir uns verabschieden, Kind, pass auf dich auf. Und ich sag dann immer, was soll mir denn schon passieren? Ich bin wohl behütet und stets in Sicherheit. Wenn ich weiß, dass ich abends allein nach Hause muss, wähle ich beim Anziehen halt nicht das Kleid. Ausschnitt sowieso nicht und wenn, dann nur mit Schal drüber, wie als wenn ich mich verkleide. Das ist doch schon fast lächerlich. Ich ziehe mich an, so viel ich kann, nur damit ich nicht auffalle und sicher zu Hause ankomme. Ich habe Angst, jemanden mit so viel Haut zu nerven, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, als mir lieb ist. Und du sagst, das ist auch richtig so. Männer können da nichts für, weil das eben nur ein Trieb ist. Wenn ich beim Arbeiten Ausschnitt trage, bekomme ich mehr Trinkgeld. Ich schaue dir ins Gesicht, sehe deine Intention und wo dein Blick halt hinfällt, berüste auf dem Präsentierteller. Was will Mann da machen, wenn Frau sie dir so hinhält? Nichts. Am Ende des Tages kann ich auch froh sein, mehr Geld gemacht zu haben und kriegen die Kolleginnen weniger, ist es eben ihre Schuld. Haben die ja entschieden, den Pulli bis oben hoch zum Kinn zu tragen. So wird freizügiges Anziehen auf der Arbeit zur krassen Taktik. Kann halt keiner was dagegen sagen, dass Brüste besser das Bier verkaufen, weil das einfach Fakt ist. Wir schenken dir neu ein, während du uns in Gedanken im Takt fixst. Ich bin eine junge weiße Frau. Respekt erlebt man kaum, Höflichkeit nicht zu erkennen, denn die Kunden scheißen drauf und deshalb stehe ich hier oben, weil ich es leid bin, dass für gewöhnlich sich mein Mund nur leise traut, diese Dinge auszusprechen. Denn es sind diese Männer, die wie selbstverständlich Arme um Schultern von Frauen legen. Es sind diese Männer, für die Frauen beim Sex laut beben, obwohl die sie nicht mal zum Orgasmus bringen. Wie? Ich soll auch geben. Komplett unverständlich, obwohl du darauf bestehst, dass Frauen Sachen sagen wie gib's mir. Wie kann das denn geil für dich sein, wenn du ihnen ihre Texte diktierst? Boah, die da hinten, die sieht echt richtig nice aus. Ich glaube, die nehme ich mit, jetzt ziehe ich später noch das Kleid aus. Morgens hau ich vom Frühstück wieder ab, hinterlass auch keine Nachricht, ja, dann bin ich fein raus. Andererseits hat die echt krass tiefen Ausschnitt an. So professionell, wie die aussieht, ist es vielleicht sogar möglich, dass ich sie mir kaufen kann. Wenn ich mir das so angucke, ist die schon echt schlampig. Die hat ja kaum was an. Frauen kleiden sich hübsch, um den Männern zu gefallen. Das Outfit einer Frau und die Erregung eines Mannes sind voneinander abhängig. Da besteht eine Kausalität. Ist doch ziemlich logisch, dass sich bei einem Rollkragenpulli einer Frau bei dem Mann kaum etwas regt. Und dann ist auch klar, dass die Frau daran schuld ist. Sie bildet sich echt ein, dass er auch auf sie steht? Ich bin eine junge weiße Frau. Ich bilde mir nichts auf meine Existenz ein. Manchmal halte ich mich zu sehr zurück und mache meine Präsenz klein. Das ist mein dritter Text über Sexismus. Das hört nie auf. Bei manchen Menschen setzt einfach immer wieder die Demenz ein. Aber wir Frauen, egal ob dick, dünn, jung, alt, Ausschnitt bis zum Bauchnabel oder Rollkragen, wir sehen gut aus. Wir sind wir selbst und wir können sogar Overknees mit Stolz tragen. Mag ja sein, dass du denkst, nicht schon wieder, ey. Das Thema ist doch ausgelutscht. Aber Texte wie diese können Dinge verhindern. Dann kommt diese Art von Männern kaum zum Schuss. Bei denen ist was verkehrt herum gelaufen. Die sagen, Männer voran, Kinder und Frauen zum Schluss. Aber das sollte keine Ordnung sein. Keine Reihenfolge und keine Hierarchie. Keiner hat das Recht zu sortieren, nicht nach Wert oder Geschlecht. Dabei ist doch so egal, was sie anzieht. Dass jeder das trägt, was er schön findet. Genau da ist doch die Magie. Ich warte auf den Tag, an dem ihr anerkennt, dass wir sein können, was wir wollen. Das ist, was ich Mann sein nenne. Dankeschön.